So, willkommen zum 16. Türchen vom Bier-Adventskalender. Die 16 haben wir heute hier unten. Da wieder den Finger rein, Türchen auf, Bier raus. Und was haben wir heute hier? Ein Bischofshof. Bischofshof? Der runde Ball, doppelt gemoppelt. Aber erstmal den Botsch runter. Aufpassen, dass wir nicht auf dem Adi abstellen. Jetzt gucken wir uns das nochmal an hier. Bischofshof, das Bier, das uns zu Freunden macht. Von Regensburg. Regensburger Bruckmandel. 360 Jahre Bischofshof Helles. Also da steht ja so viel. Ist das jetzt Regensburger? Ist das Bruckmandel? Ist das Bischofshof? Also das muss ich euch mal andersrum zeigen. 4,9% hat das auf jeden Fall. Hier habt ihr die Freiheitsstatue drauf, sieht aus wie ein griechisches Bier. Also irgendwie erinnert mich das so an auch die Schrift, auch dieses Blaue und dieses Etikett, wie irgendwas, wenn ihr beim Griechen essen geht, diese Statuen, die dann immer da aufgezeichnet sind auf den Speisekarten. Ich zeige euch das jetzt nochmal von der anderen Seite, denn wir müssen jetzt erst wieder mal das Etikett bewerten. Hier habt ihr also Bischofshof, das Bier, das uns zu Freunden macht. Und dann hier auf einmal Regensburger Bruckmandel. Da würde ich erst mal denken, der Deckel gehört gar nicht zur Flasche. Was haben die da denn gemacht? Aber unten drunter steht ja trotzdem 360 Jahre Bischofshof Helles. Dann hier nochmal riesengroßes Etikett Regensburger Bruckmandel. 360 Jahre Brautradition, Brauerei, Bischofshof. Und hier einfach ein Blickfang. Da sitzt ein Gargoyle auf dem Dach und guckt, ne, wie ein Indianer. Kühl und dunkel lagern bei 8 Grad. 4,9% Bruckmandel. Steht nochmal alles drauf. Hinten, ja, sieht aus wie eine Weinflasche fast. Irgendwie erinnert mich das Etikett an eine Weinflasche. Vorne drauf erinnert mich alles an Griechenland. Sieht aber ein bisschen leer aus, also ich mag ja eigentlich schlichte Etiketten, aber ich finde, das sieht ein bisschen verloren aus, irgendwie nach nichts. Die Aufteilung so ist ja eigentlich gut gedacht, dann finde ich trotzdem, ist es sehr verwirrend, eben mit diesem Bischofshof und plötzlich Regensburger, also solange es kein Ravensburger ist. Ich würde bei dem Etikett eine, was gibt man denn? Nehmen wir wieder das Mittelmaß, weil wir uns nicht entscheiden können. Ich meine, hässlich ist es ja nicht, aber es haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ich würde für das Etikett einfach mal eine 3 geben. Gutes Mittelmaß schreiben wir uns hier auf. 3 fürs Etikett. Und als nächstes öffnen wir natürlich die Flasche, testen den, gucken uns mal den Schaum an und die Farbe. Dafür haben wir hier auch wieder unser Bier-Tasting-Glas, was natürlich beim Kalender dabei war. Adi, wo bist du? Jetzt freust du dich gleich wieder. Oder auch nicht. Hey, da war gar kein Druck dahinter, Bruder. So, wir schenken. Da spielt er schon wieder. Hört ihr das? Vielleicht hört er es auch nicht, ne? Der ist nämlich vorsichtig. Die Nachbarn schlafen schon. Wir schenken einmal ein. Das Bruck. Wie auch immer, das Regensburger, das Ravensburger schenken wir ein. Gucken uns das an. Ich sehe jetzt schon, dass das eine sehr gelbliche Farbe wieder hat, im Gegensatz zu gestern, dem gestern, das war ja so richtig orange. Gestern so eine Farbe habe ich noch nie gesehen. Das war ein Highlight, das war ein Hingucker. Das sieht erstmal aus wie ein normales Bier. Wir versuchen wieder eine kleine Schaumkrone zu erzeugen. So, das perlt auf jeden Fall schön nach oben. Bisschen Schaum ist auch gegeben. Farbe sieht relativ standardmäßig aus, würde ich auch einfach eine gute 3 geben. Für den Schaum, für die Farbe, 3, da ist nichts Schlimmes, da ist nichts Besonderes, alles Durchschnitt. Kommen wir aber zu Geruch. Da muss ich immer aufpassen, dass mir das nicht in die Nase fliegt. Das hatten wir schon ein paar Mal. Geruch, Probieren es mal an der Flasche. Also ich nehme einen leicht säuerlichen Geruch wahr. Leicht stechend auf jeden Fall. Andere sind eher neutral gewesen. Bei neutralen habe ich ja eine 3 gegeben und habe gesagt, gut, es ist ja kein schlechter Geruch. Dadurch, dass der Geruch nicht schlecht ist, kann ich ja nicht einen Punkt geben. Es ist im Prinzip gar kein Geruch, lieber gar kein Geruch als ein schlechter Geruch. Wenn ich das so rieche, finde ich aber, da
dass das irgendwie so eine leicht stechende Note hat und irgendwie ein bisschen säuerlich ist, also finde ich eigentlich ein bisschen unangenehm, würde ich jetzt mal eine 2 geben. So schlimm ist es nicht, dass man eine 1 gibt. Wir geben einfach mal eine 2 bei Geruch. Ich habe auch noch nie eine 1 gegeben bei Geruch, deswegen das auch reiht sich ein bei den 2. Jetzt kommt es aber natürlich noch an auf den Geschmack und den wollen wir jetzt testen. Das Regensburger Bruckmandel aus Griechenland natürlich, importiert. So sieht's aus. Getarnt als Weinflasche. Prost. Aber es schmeckt meistens komplett anders, wie es riecht. Da ist es jetzt wieder anders, nämlich so, dass es genauso schmeckt, wie es riecht. Wenn ich es schon als unangenehmen Geruch wahrnehme, haut mich der Geschmack jetzt auch nicht so vom Hocker. Irgendwie schmeckt das ein bisschen so cremig auf einmal, ich weiß nicht warum. Ist auf jeden Fall merkwürdig. Zu einem normalen Biergeschmack würde ich das jetzt nicht zählen. Tanzt ein bisschen aus der Reihe. Was können wir denn da geben? Eine 1 wäre vielleicht zu krass. 3 wäre Mittelmaß. Da geben wir wahrscheinlich auch eine 2, dass sich das hier unten ein bisschen ansiedelt. So haben wir insgesamt, also 3, 3, 2, 2 sind genau 10 Punkte. 10. Oh mein Gott, 10, 10, 10. Damit teilt es sich den schlechtesten Platz mit Mandal-Weißbier. Das Mandal-Weißbier. Das hat aber ganz andere... das hat ganz andere Gründe gehabt. Wir schreiben einfach mal die 10 dahinter. Ihr wisst, das beste Bier hatte 19, jetzt haben wir 10. Das ist schon ein krasser Unterschied, die einzelnen Kategorien. Das macht schon was aus. Wir werden es trotzdem jetzt noch zu Ende trinken, aber ich hoffe, morgen geht's wieder voran, morgen wieder ein Schritt in die andere Richtung. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.